Jo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Robocop Rogue City. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der Nebenquest der Discount Dealer. Und ja, dafür müssen wir jetzt erstmal hier eine Telefonzelle finden, die funktioniert, damit wir hier einen Anruf tätigen können. Mal sehen, ob wir hier irgendwo eine direkt mal finden. Da vorne ist eine. Hoffen wir mal, dass die funktioniert. Jawohl, sie funktioniert. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Could you advise me how a person who would like to try nuke should go about it? You're hoping to get your first bag for free? No way! I'm selling at half price anyway! But wait! Your voice. You sound like a future happy customer. Fucking RoboCop! You wanna bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn. What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You'd like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket, apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Jetzt brauchen wir auch einmal unsere Hilfe. Dumpsters are like a bag of candies. Na gut, bewegen wir uns mal dorthin. So. Gebäude betreten und wir sagen jetzt mal Hallo. Wo geht es denn hier hin? Okay, hier gibt es ein paar Beweise. Hier ist auch alles fast abgeriegelt. Schade, dass man hier fast in gar keine Wohnungen reingehen kann. Am liebsten würde ich nämlich überall mal reinschauen wollen. Hier liegen Beweise. Wir scannen mal hier alles. Ja, und hier liegen jede Menge Beweise rum. Das scannen wir mal. Was steht hier drauf? Okay, ein Wäscheplan ist das hier. Das Ziel ist aber noch nicht abgeschlossen. Es muss hier noch irgendetwas geben in der Wohnung. Muss irgendwas hier übersehen haben, vielleicht im Badezimmer oder so. Ich sehe hier eigentlich nichts mehr. Vielleicht gibt es auch hier irgendwo einen geheimen Raum wieder. Andererseits, der Dealer kommt mir eigentlich nicht so clever vor, als wie dass er hier irgendwie einen geheimen Raum irgendwo sich einbauen lassen hatte oder so. Nee, also der Raum hier ist auf jeden Fall erledigt. Ich gehe jetzt mal die Treppe hier hinten hoch. Ah, hier ist noch was bei der Tür. Alles klar, das hatten wir vorher noch nicht gefunden. Sieht hier noch irgendwelche Fußabdrücke vielleicht? Weil das wäre sehr, sehr nützlich noch hier für uns. Aber sieht nicht danach aus, als ob hier irgendwo Fußabdrücke wären. Hier sind noch ein paar kleine Beweise jetzt gewesen. Hier ist nochmal ein Ermittlungsbereich. Ah, hier ist ein Foto. Okay, das ist die Familie von diesem Maurice.
kann uns auf jeden Fall vielleicht weiterhelfen. Gibt es hier vielleicht noch ein paar Bilder oder so? An irgendeiner Wand? Also sein Schlafzimmer ist auf jeden Fall gründlich durchsucht. Hier gibt es nichts mehr drin. Ich kann mir eigentlich höchstens noch was vorstellen im Bad. Oder hier in diesem Gang. Aber mich wundert es auch, dass wir hier nirgendwo noch mal ein paar Fußspuren oder so finden können. Weil das wäre natürlich am besten für uns, ja, wenn hier jetzt irgendwo ein paar Fußabdrücke wären. Hey, was ist denn da in der Toilette? Ein Müllsack. Ich würde den gerne mal rausholen, dann untersuchen. Aber geht leider auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Okay, das ist nur eine normale Dose. Ich guck mal in der Ansicht hier. Jetzt sehe ich hier noch was. Sehr schön. Jetzt habe ich ja auch noch ein paar Fußspuren. Jawohl. Und die führen hier entlang in das Treppenhaus, wo es weiter nach oben geht. Auf zum Dach. Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice! Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing cost is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Ihr wolltet das so. Oh shit, man! Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these three dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. You can die. The likelihood that the jump will not be fatal is 9%. And that was supposed to convince me? 9 out of 10 is almost a sure thing! See ya! Na super, jetzt fühle ich mich schuldig. Ach man, vielleicht hätte ich das eine andere auswählen sollen. Das Ding ist, warum ich das andere nicht ausgewählt habe, war, weil ich hier noch nicht das mit Psychologie noch weiter verbessert hatte. Ja, das war jetzt einfach gerade mein Problem, ja, weil das hier ist noch nicht hoch genug.
Naja, jetzt kann man daran auch nichts mehr ändern. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal noch weiter hier. Was haben wir hier noch? Okay, wir müssen noch 3 Verstöße hier finden in den Straßen. Ja, so viel Bereiche gibt es ja eigentlich gar nicht mal mehr, wo wir hier noch lang gehen können. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier noch eine kleine Rundreise durch die Straßen, weil irgendwo müssen ja hier dann nochmal jetzt ein paar Sachen geschehen. Weil wir sind ja eigentlich hier schon fast überall lang gerannt. Deswegen, irgendwo muss hier nochmal was sein. Ich denke, wir folgen diesmal den Wegen und so. Mal sehen. Hier wird eine Musik laufen. Okay, wir gehen mal weiter. Na, was ist mit euch hier? Mit denen kann ich nicht reden. Was hat denn der da? Der schmeißt Sachen hier ins Wasser. Vielleicht zählt das auch noch mit als Verstoß. Mal sehen. Wir gehen mal zu dem hin. Ja, das zählt 100 Pro als Verstoß. Das schmeißt nämlich Müll dort rein. Für den Moment dachte ich, der schmeißt vielleicht einfach nur ein paar kleine Steine oder so dort rein. Aber nein. Littering is prohibited. Er tut seinen Müll hier abladen. Also das ist auf jeden Fall nicht okay. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. You violated the law. Oh man. So I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. The moral is, stay away from fishy activity. Sehr gut. Das hätten wir jetzt auch noch mit erledigt. Dann gehen wir mal weiter. Noch 2 Verstöße muss ich jetzt hier finden. Hier muss es auch noch irgendwo hier geben. Jawohl, hier gibt es wieder was. Und ich denke, das Ganze wird dann uns gut auch voranbringen, so in Bezug auf das Leveln. Ja, man muss ja einfach mal so sagen, wir sind richtig gut dabei hier mit diesen ganzen Nebensachen. Und ich glaube sogar, ich möchte das vielleicht so beibehalten für das komplette Let's Play Projekt, dass wir immer alle Nebensachen machen. Aber es kommt auch ganz drauf an, ja, ob das jetzt immer in jedem Gelände dann hier fast so ähnliche Nebenaufträge sind. Mit so Verstößen und so weiter. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier nochmal irgendeinen Bereich finden, wo Verstöße geschehen. Ich hätte mir eigentlich vorstellen können, dass ich hier was machen kann, aber nein. Aber da vorne gibt es noch was, ja? Der hat wohl falsch geparkt, oder? Oder was ist das für eine Brühe? Okay. One that likes swimming in oil. Surely must be swimming in money. Sehr gut. Eine letzte Sache müssen wir jetzt nur noch finden. Komm schon. Das letzte müssen wir jetzt auch noch hier irgendwo entdecken. Vielleicht nochmal durch die Straßen laufen. Ich könnte mir vorstellen, in irgendeiner Ecke oder so in einer Gasse würde das letzte Ziel sein. Weil in den Gassen kann man schon ganz schnell hier was übersehen. Jawohl, hier sind auch überall Sachen, die ich scheinbar übersehen habe. Wir laufen jetzt einfach mal mit unserer Scan-Ansicht hier durch die ganze City eine Runde. Weil ich denke, dann finde ich ganz gut hier was. Etwas nervig die ganze Zeit die Taste für Scan gedrückt zu halten. Ich habe nämlich gerade die ganze Zeit L2 hier gedrückt. Ich halte das aber weiter einfach mal hier, bis wir jetzt hier noch den letzten Verstoß finden. Weil dann, ja,
haben wir auf jeden Fall alle Nebenaufträge hier in dem ganzen Gelände geschafft. Dann gibt es ja hier nur noch das Hauptziel. Und das wäre auf jeden Fall spitze. Nur eine Sache ist halt nicht so gut, und zwar, dass der Typ da eben runtergesprungen ist. Ja, wir hätten es irgendwie schaffen müssen, dass er nicht springt. Ich hätte vielleicht doch das auswählen sollen, was ich ursprünglich wollte. Nur habe ich es halt nicht getan, weil ich dachte, ja, das reicht noch nicht so. Hier mit der Stufe hier von unserer Psychologie. Und kann ich eigentlich hier hinten die Straße hochgehen? Ich denke nicht. Nee. Habe ich mir schon gedacht, ja, dass hier irgendwie Levelgrenze ist. Das war irgendwie zu erwarten. Aber es war ja mal ein Versuch wert. Hätte ja auch gut sein können, dass da oben ich noch irgendwo hingehen kann, dass dann dort vielleicht eine Kiste oder so ist. Drehen wir mal hier eine schöne Runde um den ganzen Außenbezirk. Und eine kleine Frage an euch. Ja? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Robocop-Film? Also ich muss sagen, ich finde die ganzen drei Filme gut. Aber wenn man mich jetzt entscheiden lassen würde, ja, wäre ein Teil aus, dann definitiv. No short-term investments, not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit shares are where it's at. Trust me, I know what I'm talking about. But you're homeless. Danach würde bei mir, denke ich, Platz 3 kommen. Also Film 3, ja. Teil 3 wäre meine Nummer 2, ja, und danach... Ja, doch. Also meine Top-Liste würde so aussehen. Platz 1, Teil 1, Platz 2, Teil 3 und Platz 3, Teil 2. Und dieses Remake oder was das war, das hat mir eigentlich so gar nicht gefallen, was es da mal gab. So, und jetzt haben wir hier den letzten Verstoß auf jeden Fall auch gefunden. Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. You need to obey the law. Like it's for you to decide. My place, my law. Sense of entitlement has a negative impact on the ones around you. I think I can live with that. Sehr schön, wir haben es alles erledigt. Alles ist jetzt hier geschafft. Oh, really, man? You're my best friend. Das Einzige, was da nur noch fehlt, sind solche Beweise. Hinten sind auch zum Beispiel noch mal welche. Ich möchte da gleich mal nachschauen, wie viele ich da eigentlich noch brauche. Gucken wir mal ganz kurz nach. Okay, hier steht eigentlich auch gar nichts mehr da mit solchen Beweisen, die ich hier brauche. Gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt uns dem Hauptziel hier widmen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge erst. Und ja, hier machen wir dann jetzt nochmal Schluss. Lasst ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.